Da geht es gegen Mainz 05 im DFB-Pokal und wir machen heute weiter. Wir wollen in Runde, das Achtelfinale natürlich. Jetzt geht es Mainz auswärts, dann Union und dann Real. Auf geht's. So. Ja, auf jeden Fall wird Ulrich wahrscheinlich in die Startformation rutschen. Rote ein bisschen angeschlagen. Und Lempel auch. Also Lempel kommt ja rein, dass wir ein bisschen rotieren können. Aus Fitnessgründen wird das heute genauso passieren. So, auf geht's. Pierre-Emerick Aubameyang wird heute im Mittelpunkt stehen. Denn drei Tore aus den letzten drei Spielen zeigen ja, wie gut die Form momentan ist. Wir zeigen es Ihnen jetzt bei EA Sports. Es schneit in der Mewa Arena. Echter Winterfußball steht uns also ins Haus. Willkommen zum heutigen Spiel. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolfuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus dem Achtelfinale im DFB-Pokal. Könnte ein Riesenspiel werden. Achtelfinale also in diesem Wettbewerb, Wolf. Und jetzt wird's langsam ernst. Wer schafft den Sprung ins Viertelfinale? Beide mit guten Chancen. Und das spricht natürlich für eine interessante Begegnung. Und da ist die Aufstellung der Mainzer. Sie greifen heute zum 5-3-2. Ja, mittlerweile eine sehr populäre Taktik. Geballte Defensive könnte man meinen, aber mit ganz viel Potenzial für schnelle Vorstöße. So, geht gleich los. Wir wollen, wie gesagt, in Mainz in die nächste Pokalrunde rein. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt und es bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über außen gefährlich zu agieren. So, auf geht's. Das ist der Anpfiff. Im DFB-Pokal Runde 3, Auswärtsspiel in Mainz. Wir wollen in die nächste Pokalrunde. Wir wollen natürlich wieder nach Berlin. Das wäre das jetzt das dann vierte Mal in Folge. Zweimal haben wir ihn geholt. Und ja, mal gucken. Lempale, der war heute mal den Vorzug für Sterner erhält. Aufgrund der Fitnessprobleme. Und Moukoko verhindert nach 5. Trifft nach 5 Minuten das Tor nicht und dann steht es noch weiter 0-0. Pierre-Emerick Aubameyang wird heute sicher im Mittelpunkt stehen. Er ist natürlich ein Spieler, der immer wieder auftrumpfen kann. Er ist extrem stark im Abschluss. Wir müssen sie. Oh, jetzt haben Norbert! Und plötzlich hat Mainz nochmal eine Riesenchance. Der Titelverteidiger hier ein Reiz auf. Wir sind Titelverteidiger. Wir haben das Spiel, wir haben das Turnier in der letzten Saison. Ja. In der letzten Saison ja gewonnen. Übrigens, Staffelidis wieder auf seiner angestammten Position hinten in der Links, in der Viererkette. Wird das eine Torchance? Ja, mal gucken. Onisivo, nix da. Oh Gott, 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 das wird der ein richtig teurer Weg. Ein richtig teurer Ballverlust werden. Ist aber nicht. Was mal. Die Ecke kommt. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Das kann gefährlich werden. Wieder ein Ballverlust, der wehtun könnte.
Karim Onisivo. Onisivo! Und wieder verdammt. Also Leute, was ist da unter Null? Sieht gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Sie sehen sich Fischer. Jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Über Lemperle. Auf außen ist Platz. Nimm ihn! Den kann er blocken, sah gefährlich aus. Jetzt hat auch wieder Bayreuth eine gute Chance, mal in Führung zu gehen. Das ist die zweite jetzt, meiner Meinung nach. Karim Onisivo. Also wir können uns ein bisschen bei Noppert bedanken, dass wir noch nicht 0-1 hinten liegen. Und die Möglichkeit. Sehr gut geblockt von Ulrich. Das wäre gefährlich geworden. Wäre der jetzt nicht gewesen, wäre es die nächste gute Chance Nummer 1 gewesen. 27. sind wir jetzt gerade. Die Gelegenheit. Jetzt 1-0. Eckloff. Mainz hat die dicken Chancen. Bayreuth nach dem frühen Situation durch Mokoko. Jetzt das 0-1 endlich. Die Wiederholung zeigt es deutlich, da ist er überhaupt nicht auf seinem Posten. Da stimmt das Stellungsspiel gar nicht. Das ärgert ihn zu Recht. Lilian Eckloff, sein zweites Tor. Darf gegen Darmstadt schon, jetzt gegen auch in Mainz. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Ja. Erstmal in Ruhe, ganz ruhig runternehmen. Aufnehmen den Ball. Die Gäste haben hier die schlechteren Ballbesitzwerte, aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Ganz kurz. Mokoko! Sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Doppelschlag. Zwei Tore sind sie vorne. 35. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann dieses Tor, den Ball einfach. Keine Chance für den Keeper. Mokoko haut das Ding einfach mal kurz über den Knick. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Karim Onisivo. Fairer Einsatz hier. Ja, Savanier und Noppert. Wir sehen den Wechsel. Vielleicht ist diese Ecke die Chance nochmal zu verkürzen. Die Fans geben alles. So, Ecke kommt. Und sie kämpfen sich tatsächlich zurück. Zagadou, 1-2. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann kommt der Kopfball. Technisch wunderbar gemacht ist das. Da gibt es gar nichts zu halten. 2-1, hier ist noch alles drin. Da geht er vorbei. So, schon. Er dribbelt nach innen. Da haben sie die Chance. Mal gucken. Da haben sie gut aufgepasst. Oh, mehr. Plötzlich hast du wieder so eine Situation, wo du nur mit einem Tor wieder führst. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Pause. Und das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. Das war der Anstoß. Spiel läuft. So. Gut. Gehen wir mal in die zweite Halbzeit und versuchen es irgendwie hinzukriegen. Und damit pfeift er die zweiten 45 und Minuten. Und Sibo, der viel Druck gemacht hat, raus jetzt die Yang jetzt neu drin. Ich verstehe einer, der wächst. Das kann vielleicht noch was Verletzungsbedingtes sein. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Sie Schiri. Kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Ulrich. Jetzt müssen sie aufpassen. Lemperle. Jetzt bringen sie die Flanke rein.
da sagt jeder Keeper, danke, kein allzu gefährlicher Ball. Ja, der war ein bisschen sehr nah an den Keeper gezogen. Ach! Ich dachte, du gehst selber. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Da geht er gut in den Zweikampf. Ja, kommt das mal am ersten nicht vorbei. Kann aber den zweiten durchgehen. Muss selber gehen. Elfmeter? Hat Elfmeter für uns? Ja, richtig. Irgendwo, oder? Fragezeichen. Also er sagt, hat er mir nach der Situation von Zagadou. Okay. Hinten, ja. So, jetzt können Sie die Führung aufbauen. Pass 3-1. Yes. Auf jeden Fall mal die Aufgabe gelöst. Zumindest mal das Ding. 3-1 heißt es also jetzt. Macht da gut Druck. Pierre-Emerick Aubameyang. Ins Ausgeklärt, das wird Ecke geben. Ecke, Zagadou. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ecke kommt in den 16er. Die Szene geht weiter, kein guter Befreiungsschlag. Da war mehr drin, es gibt Abstoß. Abstoß. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. Wie gesagt, nächster Gegner Union danach noch und dann kommt Real. Aber erstmal hier diese Aufgabe lösen. Es sind nämlich doch gut 25 Minuten. Wie? Der Ballverlust jetzt. Schnell darauf. Hereingabe. Oh, Damen verhindert. Die wahrscheinliche Entscheidung. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Hab ihn erstmal. Das ist ein vielversprechender Pass. Steilpass kommt etwas zu spät. Abseits. Ah, da hat nicht viel gefehlt. Mit so einem Pass kannst du die Abwehr aushebeln. Wenn sie da ein wenig am Timing arbeiten, dann funktioniert's. Der Ball. Da ist der Ball jetzt weg. Aubameyang. Aubameyang. Der Keeper jetzt mit dem Ball. Und Damen. Jetzt können Sie kontern. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Probier jetzt nicht irgendwie mal ins Dribbling reinzugehen. Fischer erstmal. Könnte was werden. Guter Pass. Gut, aber auf Aubameyang, der ist durch. Bricht erstmal ab. Jetzt die Chance. Und damit. Ja, das ist einfach überragende Stelle im Spiel. Dieses Timing. Und dann hältst du halt auch solche Bälle. Da kommt die Ecke. Und Elfmeter. Elfmeter. Wieder Zagadou, oder? Nee, Dieng. Also wieder ein Handelfmeter wahrscheinlich. Das könnte hier wohl die Entscheidung sein. Der geht nicht. Der hat den. Nein, da war der Torwart da und hat ihn. Ganz stark. Könnte gefährlich werden. Minimal die Chance, vielleicht für Mainz auch irgendwas zu reißen hier. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen wir dranbleiben. Ja, lass dann Ball laufen. Ja, warum lässt du den angriffig laufen? Und es bleiben noch 5 Minuten. Guter Vorstoß jetzt. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Entschlossen geklärt.
Ja, vorbei ist er. Gute Sicher! Klasse aufgepasst vom Torwart. Ecke kommt rein. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Schömert. Da geht er runter. Und wieder Finn Dahmen. Also, ja, das Ding ist eigentlich jetzt Geschichte. Das Ding ist durch. Bayreuth. Keine gute Befreiung hier. Volley genommen. Und wieder hat der Elfmeter, der dritte mittlerweile. Ja, diesmal war es richtig. Das wäre wohl der Sieg, wenn der reingeht. Er macht das Tor. So, zweite links, der passt, den rechts hat er versemmelt. 1-4, Egloff hat 4-4 getan für dieses Spiel. Ich habe 3 Tore hat er gemacht mittlerweile, plus eine wieder verschossen. 3 Elfmeter bringen die Bayreuther nach Mainz in die nächste Runde. Besser kannst du einen Elfmeter kaum schießen. So, und dann können wir jetzt mal durchwechseln. Auf jeden Fall, wir sind in der nächsten Runde. Wie auch immer. Und jetzt heißt Union der nächste Gegner. Irgendwie weitergekommen. 4-1 der Auswärtssieg in Mainz. Wir stehen in der nächsten Pokalrunde. Können überzeugen und das stimmt zuversichtlich für die nächsten Runden. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Dreierpack. Ja, was will man denn mehr? Ein Riesenspiel. Eine Mega-Leistung bei diesem Sieg ist in dieser Form einfach nicht zu bremsen. Das hat man gesehen. Die Abwehr versucht viel. Sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Doppelschlag. 2 Tore sind sie vorne. So, Fakt ist, das ist auf jeden Fall das Ende für Mainz. Wir sind in der nächsten Runde. Union ist der nächste. So, gut. Gucken wir mal kurz auf die anderen Ergebnisse. Augsburg schlägt Gladbach 1-0. Wir gewinnen in Mainz, haben wir gerade gesehen. 4-1. Fürth wählen Wiesbaden 2-0. Und die anderen Partien sind noch nicht angepfiffen. Beziehungsweise laufen vielleicht noch. Keine Ahnung. So, während wir uns jetzt vor Real fürchten dürfen gleich, steht erstmal noch Union scheuern. So, wir dürfen Union, ich werde jetzt tatsächlich ein bisschen rotieren vor dem ganz, ganz wichtigen Spiel gegen Real Madrid. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's in der Liga, wie gesagt, zu Hause gegen Eintracht Union.